Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Elite TD2 im Ranglistenmodus. Fähigkeitsschaden stark. Nimm Champion. Welcome to Nova. Sakura Blume am Start. Fürst des Todes am Start. Seeschlangen. Machen wir. Sakura Blumen Champion. Schnecke rein. Locker rein. Ready. Haben wir lange nicht gehabt, die Sakura Blume. Funktioniert immer super. First Wave Baum, Metzger. Und die Fähigkeit wäre abgekackt. Da müssen wir gucken, dass wir dann hier anfangen, Mana-Rösser zu platzieren. Da und da. Zwei Stück. Crawl dahinter. Und so weiter und so weiter. Das ist der Plan. Ich gucke mal, was jetzt passiert. Okay, wir können locker gehen. Muss ich keinen Robo auf der 3 befürchten. Oh, Bazooka ist mitgebaut. Okay. Fünf Worker. Welle 3, super stark. Schick mal einfach mit. Wenn er hier schon 60 gesammelt hat. Guck mal, was passiert. Oh, das ist doch der Robo. Aber der Champion Buff, der macht viel aus. Sehr schön. Der Champion Buff hat so viel ausgemacht, dass einfach, wenn ihr das gesehen habt, ohne Champion Buff braucht die Sakura Blume zwei Schüsse, um einen so einen Hüpfer zu killen. Wenn er noch Mini-Leben hat. Meine Sakura-Blume ist tot. Das ist schon eine Frechheit. Das ist schon eine Frechheit. Ja, hätte sie das jetzt Level Up, dann hätte die mit zwei Schüssen, würde die so ein Teil gehen. Aber durch den Abkack hat sie es nicht.
Yes, my lord. So, jetzt bauen wir dahin Mana aus. Ich habe eine gute Kombination an Einheiten, muss ich schon sagen. Ich habe aber viel magischen Schaden auch. So gut wie gar keinen Aufprallschaden, nur ihn. Als den Zeus aufgebaut. Ein 6er Pack von Howlern. So. Growl. Setzling. Mal, was noch reingeht. Nächste kam raus. Boah, 4 Robos. Aber es ist gut durch die Setzlinge. Die haben die Schüsse drüben verbraten. Da habe ich noch ein bisschen was rausgeholt. Weil die dann hier das Mana raus angegriffen haben. Komm schon. Ja. Alle verkackt. Blume ist zwar tot, aber ich habe wenigstens die dicken Dinger kalt gemacht. Wie heißen die? Steinhauer. Kriegt mir das was jetzt zu schicken? Eigentlich nicht. Nee. Ich muss auf Aufprall. Auf Aufprall-Waves muss ich schicken. Also auf 10. Na, ja, Blume tankt noch ein bisschen mit. Sind ja wohl durchgebrochen. Wenn nur noch die Gargoyles leben. Hätte ich jetzt was Kleines geschickt, dann wäre ich durchgekommen. Also nicht so schlimm, nicht so schlimm. Machen das so, weil er hat keinen Stichschaden. Und noch mehr Gargoyles gebaut.
Nein, meine Blume! Ah, okay, ich war so oder so abgekackt. Alter, schon Fürsten. Off to work. Ich hör lieber den King ein bisschen auf. Das werden wir noch früh genug brauchen. King muss aufgewertet werden, sonst könnten wir verkacken. Ich meine, wenn die den King nicht aufwerten, wir kommen einmal durch, dann sieht es ganz düster aus. Und bei uns theoretisch auch, deswegen will ich hier ein bisschen was reinbringen. An Upgrades. Gut, dass wir halt ein bisschen abgegradet haben, ne? Und zwar jetzt Schluss. Aber was schicke ich denn da? Stichwaves, ne? Ja. Auf Stichwaves. Auf die jetzige Wave ist super stark. Mach mal also. Riesenschnecken. Das war gut. Er hat auch keine Stichschaden, also nächste Wave super strong für mich. Shoot muss rein. Ich glaube, ich sollte lieber die aufwerten. Ja. Also es ist eine gute Wave auf jeden Fall, um bei ihm Schaden zu machen. Weiter Riesenschnecken. Feuerfaust.
ganz schlecht auf diese Wave. Tschüss. Aufprall geht auch noch. Nächsten beiden Waves werde ich nichts schicken können. Deswegen hauen wir jetzt noch mal rein. Oh, 17 wäre super stark. Ja, aber 17 wäre super stark, also da muss ich auf jeden Fall gucken. 14 geht vielleicht auch noch. Ich gucke gleich mal, was ich da raus machen kann. Wir bauen auf jeden Fall noch einen Fürsten. Ja, ein Stich ist halt schwierig, ne? Mimik rein. Blut rein. Schluss. Let's go, boys. Riesenschenk bringen überhaupt nix. Oh, okay, doch. Jetzt, wo sie an meinem Fürsten dran sind. Mini-Teile. Ring jetzt auf die Fresse. Dann werden die wahrscheinlich den King aufwerten. Davon bin ich überzeugt. Weil sie sich jetzt einkacken. Dass sie verlieren. Und so lange sammeln wir und schicken dann eine richtige Bombe raus. So ein Ding wird das. Die können gar nicht so viel schicken. Geht gar nicht. Und ich könnte jetzt upgraden. Ich mache vielleicht ein Upgrade, wenn ich jetzt nicht schicken und auf 16 schicken. Dann mache ich vielleicht ein Upgrade. Aber sonst nicht. Ja, ich hab's gewusst. Eingekackt. Wir haben's ja eingekackt. Und auf 17 ist Schluss. Da sehen die ganz alt aus. Hm.
Nee. Lass mal weg, da hol ich lieber noch einen Worker. Für nächste Runde. Und dann müssen wir von den Dreifach-Bogenschützen Gebrauch machen. Beziehungsweise Elite Archer. So. Mehr kann ich nicht machen. Ich könnte nur Ogre reinpumpen. Ja, warum nicht? Ogre mit rein. So. Noch Ogre geschickt, 320. Sehr gut, so wollte ich sehen. Rechts tot und dann haben die Teile das noch ein bisschen abgewehrt. Ogre ist weg. Aber bei ihm ist alles weg. Ich kämpfe noch gut dagegen an. Hab's zwar nicht geschafft, aber hier ist alles durch und das Feierabend. Eine sehr gute Runde. Victory. Super funktioniert. Da sind wir wieder. Experte, ich hab's wieder geschafft. Ich bin wieder da. Geile Sache. Das war eine weitere Runde Legion. Ich würde euch gerne beerben, wie das mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.